Hallo Welt, wenn dir das Video gefällt, Daumen nach oben, Abo da lassen und natürlich die Glocke abonnieren, wenn es dir nicht gefällt, Daumen nach unten. Heute geht es ums Thema, kann ich amerikanische Elektrogeräte bei uns in Deutschland dann eigentlich verwenden? Ist eine Frage, die bei uns auch schon sehr, sehr oft aufgekommen ist, weil wir natürlich schon öfter in Amerika waren, dort auch durch Macy's, Walmart und so weiter gehen und verdammt gute Angebote immer finden. Und genau, die Frage ist, kann ich diesen Stecker, diesen amerikanischen Stecker, zum Beispiel einfach in so einen kleinen Adapter reinstecken und das Ganze funktioniert, wie ich es zum Beispiel mit einer kleinen LED bei uns im Büro mache, oder muss ich was anderes beachten? Wir haben uns immer nicht getraut, denn bekanntlich gibt es in Amerika 120 Volt und bei uns 230. Und das ist auch schon die Antwort auf die Frage. Das funktioniert natürlich nicht. Die Geräte sind in der Regel nicht dafür ausgelegt und würden einfach durchbrennen, würden zum Schmoren anfangen, im schlimmsten Fall zum Brennen anfangen. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen gibt es sogenannte Spannungswandler. Da habe ich mir jetzt einen geholt von der Marke Krieger, wenn man das so ausspricht. Ich glaube, Krieger ist die korrekte Aussprache. Der hat nicht nur ein CE-Siegel, sondern auch die zwei amerikanischen. Die muss ich mal kurz spicken. UL und SCA, das ist quasi das amerikanische Pendant zum CE-Siegel. Also da auch aufpassen, dass man keine No-Name-Sachen kauft. Geht ja doch auch um die Sicherheit im Haus. Und das Ganze schaut so aus. Ich habe hier ein doch sehr massives, über 10 Kilo schweren Transformer und habe hinten den klassischen PC-Stecker, sage ich jetzt mal. Den steckt man einfach hinten rein. Gibt es einmal in der Variante für den deutschen Stecker und einmal für den amerikanischen Stecker. Das heißt, ich habe hier hinten nämlich einen kleinen Umschalter, wo ich ganz einfach auswähle, was die Eingangsspannung ist oder die Eingangsleistung ist. Und kann auf der anderen Seite dann entsprechend ganz normal, wie in der Steckdose auch, mein Gerät anschließen. Zum Beispiel unser cooles amerikanisches Mickey Waffeleisen, das wir uns einfach eingebildet haben und deswegen auch ein bisschen Geld ausgegeben haben und diesen Spannungswandler gekauft haben, weil wir natürlich nicht wollen, dass der in die Luft geht. Weil wir einfach Mickey cool finden. Ja. Genau, dieses Gerät muss man aber noch ein bisschen was aufpassen. Es gibt natürlich nicht nur die Leistung, es gibt auch die Spannung. Wie gesagt, ich bin kein Elektriker. Wenn ich was falsch sage, korrigiert mich gerne in den Kommentaren unten. Dieses Gerät gibt es auch noch in unterschiedlichen Spannungsgrößen. Dementsprechend teuer oder günstiger sind die natürlich. Das hier ist jetzt bis 850 Watt. Mein Waffeleisen hat hier, steht auf der Verpackung drauf, 800 Watt, das heißt, da bin ich gut dabei, kann das problemlos anstecken und da wird auch nichts passieren. Wenn man natürlich größere Geräte hat, stärkere Mixer, Toaster, was auch immer, dann sollte man natürlich die größeren Geräte nehmen. Wenn man kleinere Geräte hat, dann kann man natürlich auch sich hier ein bisschen Geld sparen und einfach ein bisschen einen kleinen Spannungswechsler kaufen. Link dazu übrigens in der Beschreibung. Und genau, das war es eigentlich schon. Kurz gesagt, wenn ihr ein amerikanisches Gerät anstecken wollt, schaut einfach auf die Verpackung. Manche Geräte können 120 bis 230, steht dann auch dabei. Dann könnt ihr die problemlos anstecken. Wenn nur 110 drauf steht oder 110, 120 steht dann immer drauf, dann braucht ihr auf jeden Fall einen Spannungswandler. Und da auch immer nochmal auf die Spannung, also auf die Wattzahl schauen, dass das auf jeden Fall gut geht. Da gibt es auch günstige für 20, 30 Euro. Gut durchlesen, weil die gehen meistens auch nur bis 35, 40 Watt oder so. Und da geht es ja doch auch um die Sicherheit im Haus. Man will natürlich auch nicht, dass das Haus abbrennt. Und da auf jeden Fall aufpassen. Und ja, bei dem Spannungswandler, den ich jetzt habe, sind auch noch zwei Ersatzsicherungen dabei, falls wirklich mal was ist, was auch ganz cool ist. Aber ansonsten einfach zu bedienen, einfach den Schalter der Eingangsspannung entsprechend auswählen und vorne einstecken, wie ganz normal auch. Und dann kann man loslegen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, ich konnte dir ein bisschen helfen. Lass gerne auch einen Kommentar da und natürlich ein Like, würde mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal.